Ja, die wissen dummerweise, wo ich bin. Der da weiß es nicht. Ha! Leck mich. Kannst du mal bitte weggehen? Ja. So, da bin ich schneller fünfmal um das Haus hier rumgelaufen, als der einmal an mich rangekommen ist. Kannst du mal in das Loch rein? Oder bist du jetzt irgendwie auf den Kopf gefallen oder was? Ich weiß nicht. Jetzt läuft er rückwärts. Was ist denn jetzt los? Hä? Nee, aber so wie er guckt, hat er mich aus den Augen verloren. Ja. Jetzt läuft er in die Richtung. Und dann gleich läuft er wieder zurück. Dann kann ich ihn holen. Ja, oder auch nicht. Hey. Das ist doch... Geh weg. Geh bloß weg. Okay, sehr viel anders läuft das Spiel jetzt aber nicht. Bis auf... Nee, nicht bis auf. Volle Heilung. Volle Leben. Eine Heilung. Und beide Wiederauferstehung. Wobei ich sowieso wahrscheinlich nur eine benutzen kann. Weil die zweite erst verfügbar wird, sobald ich einen Todesstoß durchgeführt habe. Und wenn ich im Kampf einen Todesstoß durchführe, ist der Boss sowieso tot. Dann brauche ich auch keine Auferstehung. Naja. Mal gucken. Oh, ich wusste nicht, dass der da erst hinläuft. Jetzt kenne ich aber wenigstens die Attacken so ein bisschen. Okay. So viel dazu. Alter. Was geht denn jetzt ab? Ja, so schnell kann es gehen. Kann ich nicht gegen den kämpfen, ohne die anderen da irgendwie zu belästigen, dass ich mich nicht immer und immer wieder durch das ganze Volk hier durchkämpfen muss. Es kostet zum einen mal Heilung, zum anderen... Warte, jetzt hören es gleich wieder alle. Nee, oh, was ein Wunder. Ich gehe jetzt einfach mal hier hinten lang. Dann müsste ich theoretisch nur den ganz unten an der Klippe ausschalten müssen. Der da hinten steht. Weder die großen noch den, der da unten steht, weil ich sowieso die ganze Zeit auf der Treppe da kämpfe. Starte ich auch mit all meinen Heals statt mit nur einem. Das ist vielleicht gar nicht übel. Das ist der falsche. Hier muss ich hoch. Aber erst nachdem er da hingelaufen ist. Da ist krass eine Waffe. Ja, hat auch funktioniert.
fuck. Was? Alter. Oh nice, ich bin... Ja. Hey Kamera, danke für die Ecke. Ach ja, ach ja. Da lief's so gut. Machen wir das Ganze nochmal. Ein Boss haben wir ja schon in dieser Aufnahme. Geht doch erst 2 Stunden, aber hey. Kein Problem. Irgendwann ist er auch tot. Der ist definitiv leichter als der andere. Trotzdem noch eine harte Nuss. So, kurz hier. Oh, das... Nein. Oh, doch, es ging. Ich habe in dem Moment nicht gesehen, wohin es. Komm. Alter. Ja. Hey. Das war dumm. Fuck. Aha, mitten in der Combo zu chargen, das war sehr dumm. Das auch, weil wie auch immer der mich erwischt hat, aber hey. Ich bin noch aus... Hä? Es ist zum Heulen. Ich weich aus, er macht's nicht. Er weicht aus, ich drück aber nichts. Entweder ist mein Controller irgendwie nicht so... Ich weiß es nicht. Normal drücke ich die richtigen Knöpfe. Wie viel habe ich denn eigentlich noch davon? 149. Ich hatte mir da irgendwie 160 geholt oder so. Also... Sind noch ein paar. Was war denn das jetzt? Hä? Hä? Warum ist er jetzt gesprungen? Was passiert hier? Ich verstehe das nicht. Ja, ein Heal ist schon mal weg. Nice. Mann, dafür habe ich auch extra das Ding trainiert. Genau das. Ja, genau das.
Das mache ich nochmal von vorn. Aber richtig. Wie viel ist denn es jetzt eigentlich? 138 Minuten. Hey, danke, riesiges Banner, was meinen ganzen Bildschirm zumüllt, damit ich ja nichts mehr sehe. Also, die Axt hat ihn auf jeden Fall gestaggert ein bisschen. Und den Stoßangriff kann ich definitiv kontern. Da verliert er zwar, ich kann zwar keinen Todesstoß ausführen, weil es ein Boss ist, aber er verliert eine Menge Haltung dadurch. Das heißt, immer wenn dieses Schriftzeichen kommt, bedeutet das, dass ein Stoßangriff folgt. Und dann kann ich ihn mit einem Ausweichschritt, mit diesem Skill, den ich da gelernt habe, vor 1000 Jahren mal kontern. Sollte gehen. Genau so. Alter, hey, ich war noch mitten in der Animation. Wie zur Hölle? Hey, hi, hey, hey, hey. Ja, aber also ich drücke den Ausweichkonter. Also ich drücke einfach B dabei. Und dann tritt er auf den Speer drauf, aber macht nichts. Das heißt, um den Angriff zu kontern. Dann bin ich aber noch immer noch in dieser Animation drin, irgendwie. Und trotzdem fängt er schon an, mich kaputt zu hauen. Was soll ich denn da machen? Genau. Weg mich. Oh, natürlich weiß jeder sofort, wo ich bin. Kein Problem. Darf ich doch alle töten? Nice. Och, komm. Warum hasst mich das Spiel so? Hallo? Einfach nicht aufregen. Alter, mein Controller ist so... Das ist mir doch egal, wer alles hier verrückt wird. Ich sterbe und die haben verrückt zu werden. Fertig. Es muss doch irgendwie möglich sein, den auf den Platz zu machen. Irgendwas gibt's doch da drin. Irgendwas Wichtiges. Wenn da ein Boss davor steht. Auch wenn es nur ein Boss ist, aber ich habe da rote Lichter gesehen. Das heißt, mindestens kriege ich da mal ein bisschen Story zu hören. Gucken wir mal. Ich könnte natürlich auch rein, ohne den zu töten, aber ich will ihn töten, daher stellt sich diese Frage gar nicht. Ich kann vielleicht irgendwann... Jawohl. Theoretisch könnte ich auch reingehen, mir das anhören und dann versuchen, den zu töten, aber... Leck mich. Leck mich. Ich seh nix.
Hey, nice. Hab ich nicht. Warte mal. Greifhaken. Ich habe das noch nicht mit der Axt gelernt, nee. Das war super doof. Genau. Was war denn das? Ja, und jetzt? Hä? Hallo? Kannst du mal... Toll, die ja, jetzt hat er die ganze Heilung wieder zurückgekriegt. Komm, tu es. Man muss ja nicht so tun, aber, ne? Oh, Mann. Er fliegt da einfach runter, ey. Ich hatte ihn fast so weit. Wenn ich ihn so oft einfach nur kontere, verliert er so viel Haltung. Das ist schon krass. Das muss ich mir definitiv zunutze machen. Ich muss meine Taktik irgendwie auf diesem Konter aufbauen. Das heißt, die Axt ist es schon mal nicht. Eventuell die Sterne, um vielleicht den einen oder anderen Angriff zu unterbrechen, dass er vielleicht doch anfängt, diesen Stoßangriff zu machen. Weil oftmals ist es so, dass wenn die mitten in einer Animation sind und ich die mit so einem Wurfstein treffe, dass sie dadurch gestaggert werden. Also, das heißt, dass die ihren Angriff quasi abbrechen und so für eine Viertelsekunde gestunt werden. Ungefähr. Hauptsächlich dafür da, um die Kombo zu unterbrechen und zu verhindern, dass er weitere Angriffe durchführt. Vielleicht hilft das ja bei dem auch. Na, mal gucken. Stoßangriff. Warum springt er denn gerade zu ihm hin? Was passiert hier? Nice. Davon rede ich jetzt aber nicht. Was ist denn das für ein Move? Hä? Hallo? Ey, diese göttliche Hilfe geht mir auf den Sack langsam. Soll einfach auf 0% singen und dann ist mir scheißegal. Boah, hier waren wir ja noch nie. Das ist ja cool. Kann man hier lang klettern? Nice. Ach komm. Tu es.
Ja, hier. Ich war noch mit in der Animation. Aber jetzt kommt doch noch der andere. Nee, dann brech ich aber. Da kommt er hochgeschissen, weißt du? Fast da noch den Sprung verpasst. Das wär's gewesen. Das ist harter Tobak, dieser Boss. Bei dem habe ich beinahe mehr Versuche als bei dem anderen. Ich habe sie zwar nicht gezählt, aber... Kommt nah ran. Ja, genau so wird's gemacht. Hast du gut erkannt? Einfach sich wieder fallen lassen. Er fängt immer mit einer anderen Attacke an, das ist kacke. Ich bleib jetzt einfach hier dran. Hallo! Ach so. Ja klar, spielen wir jetzt nach den Regeln oder was? Ist nicht so, dass ich ausgewichen bin, aber hey. Drückt man jetzt nicht mehr B? Ich lasse mich deshalb die ganze Zeit sterben, weil wenn es so früh direkt schon anfängt, dann hat es keinen Sinn aufzuerstehen. Weil ich hier nur mit Hälfte von meinem Leben auferstehe. Und ein Hit, den er trifft oder den er auch nicht trifft, ist egal, weil die Hits durch die Wand, kein Ding. Trifft mich sowieso. Leck mich. Das ist auch mal so, mal so. Manchmal hören sie es, manchmal nicht. Ach so, der guckt jetzt hier in die Richtung. Mhm. Schon klar. Wo ist er denn, der Gute? Ich habe mir immer nicht den Namen gemerkt. Das wird doch nie passieren. Erst wenn ich ihn getötet habe. Dann werde ich ihn sehr schnell wieder vergessen. Da, Shibi, guck, jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen. Geht halt direkt aufs Ganze. So, da gibt's einen Scheiß drauf, weißt du? Ja.
Boah, das ist ja der Schmetterling einfacher. Puh. Puh, puh, puh.